Hallo liebe Football-Fans, liebe Interessierte, liebe Coaches. Ich freue mich, dass ihr da seid, weil heute machen wir richtig Punkte. Play-Action-Pass, der Naked, 48% der NFL benutzt dieses Play-Action-Pass-Game und ich werde euch heute zeigen, wie es funktioniert. Warum heißt der Play Naked? Ganz einfach, der Quarterback ist nackt. Ha! Nein, natürlich nicht, sondern der Quarterback ist ohne Protection am Point of Attack. Er macht den Fake zum Running Back, der meistens ein Inside-Zone-Fake ist. Kann auch ein Straight-Fake sein, aber im Generellen versucht man daraus aus dem Zone-System übernehmend diesen Fake zu machen. Er wird wieder von der Hüfte bis zum Bauchnabel geritten mit dem Mesh, kommt dann raus und versucht eine gute Tiefe zu generieren, ähnlich wie beim Rollout-Pass. Er ist hier am Point of Attack oder am Rollout Part oder am Pass Protection Part ohne Protection. Das heißt, man verlässt sich darauf, dass der End zumindest mal nach innen reagiert, um dann erst hoch ins Backfield zu kommen. Wir haben den Inside Zone nach links, den Fake. Wir haben die Offense Line, die genau wie im Zone Game komplett nach außen oder zum Play hin reagiert, also zum Point of Attack. Alle ganz wichtiger Position Point. Ich sage immer, nehmt euch wie eine Elefantenherde hinten am Schwanz und lauft erstmal zur Sideline. Ganz stupide. Ganz wichtig hier, alle zur Sideline. Guckt auf den Gatorade-Tunnel. Der ist hier an der Seite. Da seht ihr das Gatorade. Wenn ihr das sehen könnt, seid ihr genau richtig offen sein. Alle Heads turned. Und wir zeigen erstmal anders, wenn Zone laufen. Das gibt natürlich Anlass dafür, dass die Linebacker etwas mehr auf Lauf reagieren. Wichtig für unsere Routen, die jetzt kommen. Die erste Route ist eine 1 bis 3 kleine Break Route, die nach außen reagiert. Steht der End außen, geht der Tight End 1, 2, 3, 4 Schritte, turnt auf seinem Inside Foot und geht dann nach außen und geht in die erste Flat Action, die von 1 auf 5 Yards steigt. Die zweite Route ist die Over Route. Diese Over Route geht unter Will und über den Mike und climbt ins Backfield. Diese Route ist bei 10 bis 12 Yards. Die dritte Route, die man läuft, ist ein Post von der Backside, der ein bisschen mehr wie ein Rollout-Post ist. Das seht ihr hier. Der ist auf 8 bis 10 Yards und geht dann ganz weit rüber. Ist die dritte Route. Und das vierte Outlet ist ein Outside-Release oder ein Bow-Release, der dann zum Comeback wird auf 14 Yards. Hiermit hat man die erste Anspielstation, falls hier Trouble ist. Die zweite, die dritte. Und wenn nicht, das Outlet auf der vierten. Schönes Triangle Work. Ja. Schönes Triangle Work, was man sieht. Ja. Ganz wichtig. Man hat einen ganz normalen Read, der da lang geht. Und man hat das Outlet nachher hier. Man kann den End auch beschäftigen, indem man den Y etwas zurückstellt. Dadurch den End, wahrscheinlich wird er sich am Tackle dann orientieren. Auch eine schöne Variante hier. Man kann auch einen Fullback hier hinbringen. Der blockt ihn kurz an, protected und geht nach außen. Das bringt dem Quarterback ein bisschen mehr Zeit. Schöne Variante übrigens. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Videos. Am Ende habe ich aber noch einen Buchtipp für euch. Jeder Offense Coordinator sollte das lesen. Das sollte eure erste Bibel sein. Die restlichen Folgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Let's go 6 points. So, hier ist das Video für euch. Hier seht ihr ein Double Tight End Set mit zwei Tight Receivern und ein Running Back im Backfield. Die Boot Action, die jetzt kommen wird. Die Flat Action hier, die Over Top Action. Der Read des Defenders, der erst auf den Run reagiert und den Drop-Off in die Flat. Ganz einfach und ganz schön zu machen. Hier sehen wir es nochmal. Einer kommt on top, einer geht unten drunter. Der Teilen gibt noch an, dass er mitblockt, also gibt schöne Variationen und wir haben noch hier einen Deep Thread, der ganz in die Ecke läuft. Tolle Variation vom Naked Play oder dem sogenannten Boot Play. Eigentlich ist der Boot Play viel mehr mit einem Bootlegger, der als Guard noch davor kommt, aber in dem Fall ist es so, dass hier Naked ist, er reagiert auf den Run zuerst, da kommt der Underneath Drop Off, schöner Play. 10, 20 Yards aus dem Play, der auf 1 bis 2 bis 3 Yards geworfen wird. Und ja, super First Down. Hier noch eine Variation der Vikings, die das sehr gut machen, auch wie die San Francisco 49ers. Jetzt mal im 3-Receiver-Set mit einem Tight End.
Ihr seht hier eine wunderbare Variation, die ja nachher so ein Back-Throw-Variation draus macht. Also wir haben wieder die drei Crosser. Ja, wir haben 1, 2 und 3 Receiver, die crossen. Und also 2 Receiver, die crossen und ein Receiver, der downtown geht. Das seht ihr ja, er täuscht den Cross hier rüber an und geht dann komplett downtown, ist dann auf 1 auf 1. Natürlich muss man den Wurf erst machen können. Und das ist natürlich ein wunderbarer Wurf da zum Naked Touchdown für die Vikings.